gibt es für den HSV, das wissen wir. Mal sehen, was der HSV wert ist ohne Jimmy Hartwig, ohne seinen Kampfgeist, ohne seinen Optimismus. Guten Abend, liebe Fußballfreunde in Deutschland. Herzlich willkommen zum 28. Finale der Landesmeister in Athen. Ich begrüße auch die vielen in Deutschland lebenden Italiener, die heute Abend wohl geschlossen vor dem Fernseher sitzenden Juventus Turin. Ist ja so eine Art Club für alle Italiener. Um Sie ein bisschen neidisch zu machen, das Wetter in Athen super, am Tag etwa 28, 29 Grad, strahlend blauer Himmel, die Sonne ohne eine einzige Wolke. Heute Abend im Stadion noch etwa 23, 22 Grad, ideale Verhältnisse, es kann sich also keiner hinterher beschweren. Es geht auch ein leicht kühlender Wind vom Meer, dass das hier zu heiß gewesen sei und darunter möglicherweise die Leistung gelitten habe. Die Stimmung in etwa so wie im Stadio Comunale von Turin. Wir schätzen, es sind 30.000 bis 40.000 Italiener hier im Olympiastadion. Etwa 8.000 bis 10.000 Fans des HSV haben die Weiterreise aus Deutschland angetreten. Alleine 20.000 Italiener sind mit dem Flugzeug gekommen. Die Fähren von Italien nach Griechenland waren wochenlang, monatelang vorher ausgebucht. Die Straßen waren verstopft und eine italienische Zeitung hat geschätzt, dass alleine die italienischen Fans etwa 50 Millionen D-Mark an Devisen nach Griechenland bringen. Der Schwarzmarkt hat geblüht, viele sind ohne Karte gekommen. Angeblich sollen bis zu 1000 Mark gefordert und gezahlt worden sein für ein Ticket hier im Stadion. Außerdem sollen auch noch gefälschte Karten aufgetaucht sein, die angeblich in Italien gedruckt worden sind. Egal. Das Stadion ist voll, 73.000 Karten wurden verkauft, 80.000 Plätze hat man, also etwa 7.000 Ehrenkarten wurden wohl vergeben. Es wird auf jeden Fall ein Spiel der Rekorde. Die Einnahme von den Zuschauern, dann die Fernsehrechte, die Werbung hier im Stadion, das alles läuft sich etwa zusammen auf 4 Millionen Mark, von denen jeder Club, Juventus und der HSV, etwa 1 Million bekommen. Das Spiel wird in 80 Länder, Sie haben richtig gehört, in 80 Länder übertragen. Europa ist komplett live dabei, auch Afrika zum Teil, Sudan, Elfenbeinküste, Südamerika, Chile und Brasilien. Der Favorit natürlich, hier sehen wir einmal einen Block mit Fans des HSV, mit ihren blauen Fähnchen. Favorit natürlich Juventus Turin, das Team der Superlative links in den schwarz-weiß gestreiften Trikots, 6 Weltmeister. Dazu Platini vom WM-Vierten Frankreich und Boniek vom WM-Dritten Polen. Insgesamt, wenn man Bettegar noch dazu rechnet, 9 Nationalspieler bei der Juventus-Mannschaft. Boniek und Platini wurden ja für 6,5 Millionen Mark eingekauft. Juventus steht unter Erfolgszwang und hier die ersten Brandfackeln der italienischen Fans. Das kennen Sie, diese Bilder. Ja, auch von den Spielen des 1. FC Köln gegen AS Rom. Juventus unter einem absoluten Erfolgszwang. Die Mannschaft verstärkt, das sagte ich, wollte Meister werden. Sie wurde aber nur Vizemeister. Sie hatte Startschwierigkeiten, sich einzuspielen. Und nun muss sie einfach den Europapokal holen. Das haben auch die italienischen Zeitungen geschrieben. Man verlangt von Trainer Trapattoni nichts anderes als den Titel. Vielleicht ist das die Chance für den HSV, dass Juventus zu nervös wird. Der Weg beider Mannschaften vielleicht noch einmal ins Finale. Der HSV hier links in den roten Trikots schaltete Dynamo Ost-Berlin aus. Dann Olympiakos Piräus, Dynamo Kiew und Real San Sebastian aus Spanien. Juventus setzte sich durch gegen Vidovre Kopenhagen, Standard Lüttich. Den Titelverteidiger, Pokalverteidiger Aston Villa aus England und Vítězslav Lotz aus Polen. Nach 6 Jahren wird übrigens erstmals der Europapokalsieger, der Landesmeister, nicht aus England kommen. 3-mal Liverpool, 2-mal Nottingham Forest und im Vorjahr Aston Villa gegen Bayern München. So hießen die Europapokalsieger der letzten Jahre. Wollen wir hoffen, dass es Spiel ein bisschen torreicher wird als die Endspiele in den letzten 5 Jahren, denn die gingen alle 1-0 aus, auch die Spiele Nottingham
gegen HSV und Aston Villa gegen Bayern München. Der Schiedsrichter, im Moment nicht im Bild zu sehen, Nicola Rainea aus Rumänien, ein FIFA-Schiedsrichter, 50 Jahre alt, der pfiff schon einmal 1975 ein UEFA-Cup-Spiel zwischen Juventus und dem HSV. Damals gewann Juventus mit 2:0, hoffentlich kein schlechtes Omen. Eine letzte Zahl vielleicht noch: auf dem illegalen Wettmarkt in Italien ist Juventus der eindeutige Favorit. Insgesamt sollen 150 Millionen Mark, das muss man sich einmal vorstellen, dabei umgesetzt worden sein. Das ist Bonini, der blonde Herr hier, Boniek, Bettega mit den grauen Haaren. Juventus also in Schwarz-Weiß. Bianconeri heißen sie. Und der HSV in Rot von links nach rechts. Die Kollegen des griechischen Fernsehens haben sich übrigens sehr angestrengt. Sie haben die sensationelle Zahl von 11 Kameras im Stadion. Und sie werden versuchen, uns von jedem Höhepunkt nach Möglichkeit 3 Zeitlupen zu geben. Der HSV hat Anstoß. Spielt zunächst einmal gegen den Wind. Und die Frage ist, wer kann Michel Platini ausschalten? Wer wird sich dieser Aufgabe annehmen? Wir nehmen an, dass das Jürgen Groh sein wird. Wehmeier. Und hören Sie diese Kulisse. Juve, Juve. Wurde vorhin ein bisschen gefrotzelt von den deutschen Journalisten. Warum rufen die dauernd Uwe, Uwe hier im Stadion? Der spielt doch gar nicht mehr. Also das Stadion eindeutig hinter der Mannschaft von Juventus Turin. Auch die griechischen Fans werden wohl auf der Seite der Italiener sein. Jakob. Hieronymus. Magath. Paul an Gentile, die Nummer 2. Den Namen Claudio Gentile, hier ist er, den kennen Sie ja. Er hat den Beinamen der Schlechter, weil er seit Jahren ziemlich hart, manchmal auch überhart spielt. Und viele deutsche Spieler haben das ja schon hinnehmen müssen. Michel Platini, die 10. Ich hoffe, dass der Ton gut ankommt in Deutschland. Chirea, der Libero, er wird heute 30 Jahre alt. Und Uli Stein zum ersten Mal in Aktion. Manfred Kalt. In der Bundesliga nach einem langen Winterschlaf, ja mit einer großen Leistungssteigerung, hoffen wir, dass sie heute weiter anhält. Groh. Boniek greift ihn an. Bartrup. Einwurf für den HSV. Magath. Bettega und Boniek. Aber zu steil für Roberto Bettega. Wehmeier. Schön gesehen von Milewski auf Rolf. Milewski. Magath. Wehmeier. Lars Bartrup geht viel auf die rechte Seite und dadurch ist natürlich links dann der Platz für Offensivvorstöße von Bernd Wehmeier.
Michel Platini. 4,5 Millionen hat er gekostet, der Mann von Saint-Étienne. Boniek. Schön, Rubisch, Spaß drum. Sicher gab Trainer Ernst Happel Bastrop auch deshalb den Vorrang, weil er so eine Art Mr. Europacup ist des HSV. Hatte ja maßgeblichen Anteil, dass der HSV ins Halbfinale kam, als er 3 Tore im Spiel bei Dynamo Kiew schoss. Cabrini. Bettiger. Seemeyer. Aber wenn Sie ihm weiter so viel Platz lassen. Milewski. Und erste Ecke für den HSV. Das ist übrigens Brio, der Gegenspieler von Horst Rubisch, ein Riese, 1,92. Vor Rubisch haben sie am meisten Angst gehabt. Das war auch deutlich aus den italienischen Zeitungen zu entnehmen. Jakob. Schön gemacht. Cabrini. Boniek. Tardelli. Bettiger. Und Uli Stein. Die Wiederholung, die Flanke von Tardelli und ein unglaublich gefährlicher Kopfball von Bettiger und die erste große Rettungstat von Stein. Das ist Zbigniew Boniek, der Pole aus Lodz. Und so. Händen und Füßen musste sich Horst Rubisch da eben wehren gegen einen der Italiener. Und zum ersten Mal Dino Sof. Wieder Magath. Hieronymus. Magath. Schüsse aus dieser Distanz hat der HSV hier gestern Abend geübt. Tor! Tor! Felix Magath! 1:0. 9. Spielminute. Das war gar nicht einmal so ein harter Schuss, wie sie der HSV gestern Abend geübt hat. Das war ein raffinierter Heber. Und da sah Dino Sof überhaupt nicht gut aus. Hervorragend gemacht. Felix Magath, der strahlte.
sein zweites Tor in diesem laufenden Wettbewerb. Das sehen wir uns noch einmal an, weil es so schön war. Wunderschön in die lange Ecke. Und 1:0 für den HSV. Und jetzt muss Juventus kommen. Das war das, was sich der HSV gewünscht hat. Ein frühes Tor, das Juventus aufmachen muss. Kommen muss. Cabrini. Und Ecke. Wieder Cabrini. Boniek. Abseits. Wolf. Milewski. Schade. Ist ein bisschen umgefallen und jetzt sind sie natürlich nervös, da hinten die Italiener. Ja, verstolpert. Chirea. Bettiger. Platini. Wenn er gestoppt werden kann, dann hat man schon viel gewonnen gegen Juventus. Boniek. Rolf hat sich seine angenommen. Jakobs. Und bisher läuft nicht viel über Platini. 3 Ballkontakte nach 10 Spielminuten. Milewski. Er ist jetzt der Platz, den sie brauchen. Schön. Kalt. Boniek weit zurück. Und das Spiel geht weiter. Ernst Happel. Jetzt wird er noch nicht strahlen. Vielleicht nach 90 Minuten mal ein leichtes Lächeln auf seinem Gesicht. Bastrup. Sieht gut aus, was der HSV macht. Und mit so einem 1:0 im Rücken, da spielt es sich natürlich auch viel leichter. Allerdings, Kaiserslautern hat ja gezeigt, Samstag, es geht auch anders. Platini. Wenn man diese ersten 11 Minuten als Maßstab nehmen will, dann spielt Juventus zu viel quer, zu viel klein-klein. Nur eine gefährliche Szene, der Kopfball von Bettega, und das war das einzige Mal, dass ein langer Ball gespielt wurde. Wehmeier. Magas. Und? Das war Foul. Außerhalb, sagt Schiedsrichter Rainer. Giovanni Trapattoni im Bild, der Trainer von Juventus. Mal sehen, ob wir da eine Zeitlupe von hinter dem Tor kriegen. Von hier aus. Hätte auch drin sein können. Kommt die Szene? Nein, außerhalb. Eindeutig außerhalb. Magath. Jakobs. Kalt. Hieronymus. Die HSVer haben viel Platz eigentlich, den Ball anzunehmen, damit zu laufen. Und dann profitieren sie von diesen Missverständnissen. Schön von Kalt. Milewski. Wehmeier. So eine Art links außen. Und wieder Foul. Und wieder an derselben Stelle, wo eben der Freistoß war. Das macht der HSV gut. Er nutzt die Räume. Er nutzt den Platz, den Juventus der Mannschaft lässt.
Magath. Jakobs mit vorne. Kalt. Und Boniek auf der Linie. Bei diesem Schuss von Manfred Kalt. Was haben Sie für Möglichkeiten? Also damit habe ich nun wahrhaftig nicht gerechnet, dass der HSV hier so schnell solche Chancen haben würde. Die Szene in der Wiederholung. Raffinierter Bogenschuss von Kalt mit dem Außenriss. Da hat der Ball richtig eine Kurve und dann Boniek im letzten Moment. Wieder Boniek. Platini. Abstoß, sagt Schiedsrichter Reinier. Bettiger. Platini. Ein langer Ball, das sah gut aus, dann Gefummel von Platini und das sieht gleich wieder schlecht aus und so Gros im Ballbesitz. Schön machen sie das. Hovesch. Cabrini. Und wieder. Schön. Bastrop. Ron Manikalt. Hoffentlich macht er so weiter, wie er hier angefangen hat. Und auch Jürgen Groh. HSV, jetzt kommen Sie zum ersten Mal zu vernehmen, die Rufe der HSV-Fans. Tardelli, Chirea, der Libero, Bettiger, so wie Platini den Ball hat, die 10 links am Bildrand, dann ist Rolf sofort da, deckt ihn schön kurz. Meier. Für den scheint sich gar keiner so richtig zuständig zu fühlen. Magath. Milewski, kein Abseits. Der HSV stört früh im Mittelfeld. Rolf gegen Boniek, Rolf gegen Platini, Gros gegen Boniek. Da hat man schon viel gewonnen. Bastrop abseits. Fahne des Linienrichters war oben. Hier ist es zu sehen. Ja, was mag in dieser Mannschaft von Juventus vorgehen? Sie steht unter unheimlichem Druck von zu Hause. 120.000 Mark soll jeder Spieler umgerechnet bekommen für den Sieg in diesem Endspiel. Dagegen die HSV-Prämien fast schon läppisch zu nennen. 25.000 Mark für den Endspielsieg. Obwohl man sich natürlich fragen muss, warum so hohe Prämien für Spieler, die ja schon zwischen 200.000 und 500.000 Mark verdienen. Platini und wieder Stein. Milewski liegt da verletzt am Boden hier.
Ball im Aus, dann die Unterbrechung. Hermann Rieger, der Masseur und auch der Mannschaftsarzt vom HSV, jetzt bei Milewski. Wir sehen die Szene noch einmal. Er wurde angeschossen, glaube ich. Nein, hier der Kopfball noch einmal von Platini. Und Stein. Schön gemacht. Zwei Riesenmöglichkeiten von Bettiger und Platini hat Stein schon zunichte gemacht. Herrn Tappe zum fünften Mal steht er in einem europäischen Endspiel. Einmal gewann er bei den Landesmeistern hier Giovanni Trapattoni. Das war 1970 mit Feyenoord Rotterdam. Viermal hat er Endspiele verloren. Milewski wieder fit. Und jetzt. Und kalt. Wichtig, konsequent dazwischen, auch wenn es nicht schön aussieht. Manfred Kalt. Caprini und Stein. Und Eckball. Noch einmal. Volley genommen von Caprini und zum dritten Mal Olli Stein mit einer super Parade. Kalt. Und 20 Minuten sind schon gespielt. 1:0 für den HSV durch den Treffer von Magath in der 9. Spielminute. Wehmeier. Bastrop. Kalt. Boniek, schön gebremst von Rubesch, der immer noch ein bisschen leidet unter Rückenbeschwerden. Magath. Rubesch. Wieder Magath. Schön, fast so ähnlich wie beim 1:0. Auch wieder raffiniert auf die lange Ecke gezogen. Und der HSV hat wohl zu Recht vernommen, dass Juventus zuletzt in der Abwehr einige Unsicherheiten auch in der Meisterschaft gezeigt hat. Auch Dino Soft, die Nummer 1. Dino Nationale, das Denkmal im Tor von Juventus Turin. Rossi, von ihm hat man überhaupt noch nichts gesehen gegen Jakob. Magath. Wehmeier. Rubesch. Und fast. Ein Eigentor und das müsste doch eigentlich Eckball geben, oder? Nein, abseits signalisiert. Das hat der HSV gestern geübt. Die Schüsse aus der Distanz, etwa 20 Meter, so wie der Treffer von Magath fiel. Mit einer ungeheuren Wucht haben sie da geknallt. Ich stand beim Training hinter diesem Tor da und bin dann sicherheitshalber ein bisschen zur Seite gegangen. Denn da ging es aus allen Rohren.
Cabrini. Boniek. Und Fehlpass. Magat. Schön, diese Pässe. Da gibt es Platz und den Platz hat der HSV und er nutzt ihn. Kalt. Seemeyer, wie ein Linksaußen. Sehr gut, dass die Italiener das nicht merken, dass Wehmeyer da so viel Platz hat, dass sie ihn immer so spät erst angreifen. Rossi. Und Freistoß. Sieht man Jakobs, die Vier wieder fit, der war ja fürchterlich mit Briegel am Samstag am Betzenberg zusammengerasselt. Mit den Köpfen, da bluteten beide. Rossi und Cabrini. Dauert zu lange, da müssen sie schießen. Abseits, abseits. Fehlt nicht, dieser Schuss von Brio. Szene noch einmal. Sehen Sie, der Schiedsrichter hat die Hand oben, der Linienrichter hat auch die Fahne oben. Herr Rainer aus Rumänien gilt auch als international erfahrener Mann, als guter Mann. Er müsste auch in diesem Hexenkessel eigentlich die Nerven behalten. Magat, wieder herrlicher Pass auf Kalt. Foul. Gut gemacht von Rainer, da wartete er erst den Vorteil ab, der war weg. Und dann Pfiffer Freistoß. Bettiger. Cabrini. Außenverteidiger, noch bester Angreifer bislang. Boniek. Oh, sind sie nervös. Magat. Das war Bettiger, der Grauhaarige. 32, er geht nach dieser Saison nach Kanada, nach Toronto, um da noch ein paar Dollars am Ende der Karriere zu verdienen. Milewski. Abstoß. Schon merklich ruhiger geworden. Jetzt ein paar Juve-Rufe, aber die 40.000 doch sichtlich deprimiert. Was haben sie in der Stadt für einen Optimismus gezeigt mit ihren Fahnen, ihren Schals, ihren Sprechchören? Gentile. Wieder Gentile. Freistoß, klar. Cabrini, Boniek. Hier muss man früh angreifen. Er kann schießen aus großen Distanzen. Bettiger. Chirea. Bonini, der Blonde dort. Boniek. Und wieder waren sie im Abseits.
Juventus ist ja eine ungeheuer erfahrene Mannschaft. 393 Länderspiele hat diese Mannschaft auf dem Buckel. 154 die Spieler des HSV. Bastrop. Er sah ja auch im Spiel gegen Kiew eigentlich gar nicht gut aus, aber da schoss er 3 Tore. Und wieder mal ein Missverständnis bei Juventus. Kalt. Hieronymus. Ganz selten mal, dass er über die Mittellinie geht. Groh. Und wieder Wehmeier. Tardelli greift ihn unglaublich spät immer an. Da kann er natürlich schön flanken. Rubisch. Aber verfehlt. Abstoß. Wie gern würde Horst Rubisch den Europacup noch mitnehmen. Natürlich auch den deutschen Titel, bevor er zu Standard Lüttich geht. Und immer wieder diese Fehlpässe. Rubisch wird jetzt aus der Mitte ein bisschen nach außen beordert. Den rechten Flügel. Eine halbe Stunde gespielt. 1:0 für den HSV. Milewski. Cabrini. Playboy nennen sie ihn. Aber die Nervosität sieht man immer wieder. Cabrini stolpert, fällt einfach hin, dann kommt der Fehlpass. Und der HSV macht das wirklich sehr gut. Es hat sich gelohnt. Man hat ja Juventus ein um das andere Mal unter die Lupe genommen, sich Videokassetten besorgt von den Halbfinalspielen in Lodz. Co-Trainer Ristić sah das Spiel Juventus gegen Inter Mailand. Trainer Happel sah Cagliari gegen Juventus. Und bislang, da hat sich all das gelohnt. Rolf, nicht im Abseits, nicht im Abseits. Aber die Fahne des Linienrichters ist oben. Das war schlecht gesehen, da hat sich Rolf gelöst. Ist erst losgerannt nach der Ballabgabe. Ich hoffe, wir können das sehen. Ich sitze fast auf dieser Höhe. Der passt und dann kommt Rolf erst von hinten. Das war nicht zu sehen. Schade. War sehr schön gemacht. Da muss ich Ihnen aber leider den Beweis schuldig bleiben. Das hat die Zeitlupe nicht eindeutig bewiesen. Cabrini. Das hätte schon sein können, nach 31 Minuten 2:0. Und dritte Ecke für Juventus. Cabrini. Und Stein. So einen Rückhalt braucht man, so einen sicheren Torwart. Die vierte schöne Aktion von Uli Stein. Bonini, ein bisschen aus wie Schuster mit den blonden Haaren. Wieder Bonini. Foul von Kalt. Wiederholung.
Und fast hätten unsere griechischen Kollegen das verpasst. Da verfehlte Stein den Freistoß. Und noch einmal Freistoß für Juventus. Durch Paolo Rossi, Torschützenkönig der Weltmeisterschaft. 6 Tore im Europapokal, aber heute waren nichts zu sehen bislang von ihm. Bittiger. Und Groh. Das gibt Gelb für Rolf. 35. Minute, gelbe Karte für Wolfgang Rolf. Wir sehen das vielleicht hier noch einmal. Kommt die Kamera nicht ganz mit. Und Juventus wieder. Eckball. Nummer 4. Jetzt geben sie Gas, die Fans. Sofort ist das Stadion da. Es ist wie ein Heimspiel. Juve, der Club der ersten Liebe, heißt das in Italien. Magath. Paul. Und Gelb für Bonini, für dieses Foul an Hieronymus. Es ist gut, dass Schiedsrichter Rainer gleich durchgreift. Das Spiel bisher eigentlich recht fair. Und die ersten Härten sind da und dann zeigt Rainer gleich Gelb. Nimmt den Dampf ein bisschen raus. Finde ich prima. Milewski. Foul. Wieder von Bonini. Da muss er vorsichtig sein. Der Vierer, hier rechts steht er. Noch so ein Foul, dann gibt es vielleicht Rot. Milewski soll hinausgehen. Aber jetzt ist er wieder auf den Beinen und die Betreuer können sich wieder setzen. Es ist natürlich auch ein bisschen Zeitschinderei, Luft holen, nach Möglichkeit die letzten 8 Minuten noch überstehen bis zur Halbzeit. Magath. Ja, und Rubesch bekommt bislang keinen rechten Stich gegen Brio, diesen Riesendarm. Hier ist er mit 1,92. Zweite Ecke für den HSV. Kalt. Jakobs. Magath. Wehmeier. Magath. Wieder Wehmeier und versucht selber. Da war auch die Fahne oben und da hat er sich ein bisschen gezerrt offensichtlich. Der Bernd Wehmeier ist ja Brillenträger, spielt mit Haftschalen beim Fußball. Aber bislang hat er den richtigen Durchblick. Zählt zu den Besten hier. Neben Kalt, Groh, Rolf, Magath. Dafür läuft es vorne im Sturm noch nicht zurecht mit Rubesch, mit Bastrup. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Boniek. Rolf.
Cabrini kriegt gelb, dritte gelbe Karte. Er muss für diese Szene zum Schiedsrichter. 40. Minute. Und auch Groh. Und Freistoß für den HSV. Rolf. Groh. Boniek. Weit mit hinten, muss die Bälle schleppen, weil nicht so viel in die Spitzen kommt. Bonini. Rossi. Brio. Cabrini. Und Freistoß für Juventus, das verstehe ich nicht. Hat wohl Bastrop zuerst ein bisschen gerempelt. Tardelli. Und Foul von Hieronymus. Das sind 20 Meter, da kann es heiß werden jetzt. Hier ist er. Marco Tardelli, die 8, einer der Weltmeister, schoss 1 der 3 Tore im WM-Finale in Madrid gegen Deutschland. Und knapp 4 Minuten noch nach meiner Uhr. Platini. Es wird noch ein bisschen rauer da. 4 gelbe Karten. Die Mauer muss weiter zurück. Das war eine Spezialität von Platini. Freistöße, er ist Torschützenkönig geworden, 18 Treffer in Italien, darunter viele solche Freistöße, so Bogenlampen wie jetzt bestimmt, lange Ecke, aber ein Roller und Stein. Bastrup, kommt zu wenig von ihm. Rubisch und er müssten vorne ein bisschen mehr Entlastung bringen. Bettiger. Tardelli. Rossi geht schon gar nicht mehr in die Mitte. Schleppt die Bälle von hinten. Stein. Verlangt Bettiger jetzt Elfmeter, aber da ist er wohl mehr gesegelt als gestoßen worden. Rovesch. Magat. Rolf. Und aus. Ist eigentlich ein bisschen überraschend, dass, weil Deutschland und Italien ja Europapokalgeschichte mitgeschrieben haben, dies erst das zweite Finale überhaupt ist zwischen einer deutschen Mannschaft und einer italienischen. 1968 war das bei den Pokalsiegern. Da siegte der AC Mailand gegen den HSV 2:0. Das war noch die Ära Seeler, Dörfel, Schulz, Trapattoni, der Trainer von Juventus damals als Spieler beim AC Mailand dabei. Und noch eine Minute, anderthalb Minuten bis zum Halbzeitpfiff. Rubisch hinten klärt gegen Brio, das ist der Riese. Da muss Rubisch schon mitgehen. Milewski. Magath. Und Eckball. Die Zeitlupe. Magat. Nein, Ball gespielt.
ganz eindeutig der Ball gespielt von Cabrini und zu Recht Eckball für den HSV. Magath jetzt angespielt von Wehmeier zurück. Unsicherheit von Sopp. Mal hat er in der Liga gespielt. 111 Länderspiele, der Dino Sopp. Rubesch. Und heute, da zeigt er Unsicherheiten, der 41-Jährige, diese Legende. Vielleicht auch deshalb hier Dietmar Jakobs im Bild, weil Juventus einen anderen Torhüter kaufen will, mit Bordon von Inter Mailand verhandelt hat, um ihn, Dino Sopp, möglicherweise auszumustern. Da war er sauer, als er das gehört hat, zu Recht, und vielleicht deshalb ein bisschen unsicher. Nach meiner Uhr die 45 Minuten vorbei und auch nach der Uhr des Schiedsrichters und Jubel jetzt allein in der Ecke der HSV-Fans da drüben. Denn der HSV führt zur Halbzeit. Vielleicht auch ein bisschen überraschend für uns alle, aber verdient mit 1:0 durch diesen Treffer von Felix Magath nach 9 Minuten. Das war's vorerst aus Athen. Ich gebe zurück in die Heute-Sendung nach Deutschland.